frage dich also, bei jeglicher Sache, gehört diese etwa zu den unnötigen Dingen? Man muss aber nicht nur die unnützen Handlungen, sondern auch die unnützen Gedanken vermeiden, denn die letzteren sind auch die Ursache der überflüssigen Handlungen. Ihr fürchtet alles, als wäret ihr nur sterblich. Ihr begehrt alles, als wäret ihr auch unsterblich. Es überstürzt ein jeder sein Leben, leidet an Sehnsucht nach der Zukunft und an Überdruss an der Gegenwart. Ich wundere mich oft, wenn ich sehe, dass man andere bittet, uns ihre Zeit zu widmen und dass die darum Ersuchten sich so überaus gefällig erweisen. Beide lassen sich bestimmen durch die Rücksicht auf das, was die Bitte um die Zeit veranlasste. Keiner von beiden durch die Rücksicht auf die Zeit selbst. Man bittet um sie, als wäre sie nichts. Man gewährt sie, als wäre sie nichts. Das eine steht in unserer Macht, das andere nicht. In unserer Macht stehen, annehmen und auffassen, handeln wollen, begehren und ablehnen, alles, was wir selbst in Gang setzen und zu verantworten haben. Nicht in unserer Macht stehen, unser Körper, unser Besitz, unser gesellschaftliches Ansehen, unsere Stellung, kurz, alles, was wir selbst nicht in Gang setzen und zu verantworten haben. Woher kann ich denn wissen, welche Zahl beim Würfeln fallen wird? Aber von dem, was fällt, einen bedächtigen und spielgemäßen Gebrauch zu machen, dies ist nun schon mein Geschäft. Die Lebenskunst hat mit der Fechtkunst mehr Ähnlichkeit als mit der Tanzkunst, insofern man auch auf unvorhergesehene Streiche gerüstet sein und unerschütterlich feststehen muss. Arbeite an deinem Inneren. Das ist die Quelle des Guten, eine unversiegbare Quelle, wenn du nur immer nachgräbst. Warum dich durch die Außendinge zerstreuen? Nimm dir Zeit, etwas Gutes zu lernen und hör auf, dich wie im Wirbelwind umhertreiben zu lassen. Hüte dich noch vor einer anderen Verirrung, denn es ist auch Torheit, sich das Leben durch zwecklose Handlungen schwer zu machen. Man muss ein Ziel haben, auf das sich alle unsere Wünsche, alle unsere Gedanken richten. Was heißt sterben? Gib doch dem Vorgang keinen so tragischen Namen, sondern sag einfach, wie es sich tatsächlich verhält. Es ist nun Zeit, dass der Stoff wieder in die Teile zerfällt, aus denen er zusammengesetzt wurde. Und was ist furchtbar daran? Was kann denn Neues, Vernunftwidriges entstehen?